Versammelten sich die hohen Priester und Schriftgelehrten und die Ältesten im Volk in den Palast des hohen Priesters, der da hieß Kaiphas, und hielten Rat, wie sie Jesu mit Listen griffen und töteten. Sie sprachen aber: Ja, nicht auf das Herz, ist auf das Simonis des Aussätzigen, trat zu ihm ein Weib, das hatte ein Glas mit köstlichem Wasser und goss es auf sein Haupt, da er zu Tische saß. Da das seine Jünger sahen, wurden sie unwillig und sprachen: Los, geht es Thank you.
der Zwölfen einer, mit Namen Judas Iskariot, zu den hohen Priestern und sprach: Was wollt ihr mir geben? Ich will ihn euch verraten. Und sie boten ihm 30 Silberlinge. Und von dem an suchte er Gelegenheit, dass er ihn verriete. Thank you.
ersten Tage der süßen Brut traten die Jünger zu Jesu und sprachen zu setzte er sich zu Tische mit den Zwölfen, und da sie aßen, sprach er: Wahrlich, ich sage euch, einer unter euch wird mich verraten. Sehr betrübt und hoben an ein jeglicher unter ihnen und sagten zu ihm: Antwort
antwortete Judas, der ihn verriet und sprach: Bin ich's, Rabbi? Er sprach zu ihm: Du sagest's. Da sie aber aßen, nahm Jesus das Brot, dankete und brach's und gab's den Jüngern und sprach: Nehmet, esset, das ist mein Leib. Und er nahm den Kelch und dankete, gab ihnen den und sprach: Trinket alle daraus, das ist mein Blut, das Neue Testament. Bis an den Tag, da ist noch
da sie den Lobgesang gesprochen hatten, gingen sie hinaus an den Ölberg. Da sprach Jesus zu ihnen: In dieser Nacht werdet ihr euch alle ärgern an mir. Denn es steht geschrieben, ich werde den Hirten schlagen und die Schafe der Herde werden sie nicht zerstreuen. Oh.
zu einem Hofe, der hieß Gethsemane und sprach zu seinen Jüngern: Setzet euch hier, ist das nicht dort in mir? Und nahm zu sich Petrum und die 10 Söhne Zebedei und fing an zu zu ihnen.
ist bereit. Den Kelch des Todes Bitterkeit zu trinken, in welchen Sünden diese Welt gegossen sind und hässlich stinken, weil es im lieben Gott thank you.
zu seinen Jüngern und fand sie schlafend und sprach zu ihnen: Könntet ihr denn nicht eine Stunde mit mir wachen? Wachet und betet, dass ihr nicht in Anfechtung Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Zum andern Mal ging ihr hin, betete und sprach: Mein Vater, ist nicht möglich, dass dieser Kelch von mir gehe. Ich trinke ihn denn. So geschehe dein Wille. Thank you.
und ihre Augen waren voll Schlafs. Und er ließ sie und ging abermals hin und betete zum dritten Mal und redete dieselbigen Worte. Da kam er zu seinen Jüngern und sprach zu ihnen: Ach, wollt ihr nun schlafen und ruhen? Siehe, die Stunde ist hier, dass des Menschen Sohn in der Sünde auf, lasset uns gehen. Siehe, er ist da, der mich verrät. Und als er noch redete, siehe, da kam Judas, der Zwölfen einer, und mit ihm eine große Schar mit Schwertern und mit Stangen von den hohen Priestern und Ältesten des Volks. Und der Verräter hatte ihnen ein Zeichen gegeben und gesagt: Welchen ich küssen werde, der ist's, den greifet. Und alsbald trat er zu Jesus und sprach: Gegrüßet seist du, Rabbi! Und küssete ihn. Jesus aber sprach zu traten sie hinzu und legten die Hände an Jesus und griffen ihn. Thank you.
reckete die Hand aus und schlug des hohen Priesters Knecht und hieb ihm ein Ohr ab. Da sprach Jesus zu ihm: Stecke dein Schwert an seinen Ort, denn wir das Schwert nimmt, er soll durchs Schwert umkommen. Oder meinest du, dass ich nicht könnte meinen Vater bitten, dass er mir zuschicke mehr, denn 12 Legion Engel? Wie würde aber die Schrift erfüllet? Es muss also gehen. Zu der Stund sprach Jesus zu den Scharen: Ihr seid ausgegangen als zu einem Mörder, mit Schwertern und mit Stangen mich zu fahen. Bin ich doch täglich bei euch gesessen und habe gelehret im Tempel, und ihr habt mich nicht gegriffen. Aber das ist alles geschehen, was erfüllet würde, die Schriften ihr Propheten. Da verließen ihn alle Jünger und flohen. Thank you.
Jesum gegriffen hatten, führeten ihn zu dem hohen Priester Kaiphas, dahin die Schriftgelehrten und Ältesten sich versammelt hatten. Petrus aber folgete ihm nach von Ferne bis in den Palast des hohen Priesters und ging hinein und satzte sich bei die Knechte, auf dass er sähe, wo es hinaus wollte. Die hohen Priester aber und Ältesten und der ganze Rat suchten falsches Zeugnis wider Jesum, auf dass sie ihn töteten und fanden keines. Zeugen hierzu traten, fanden sie doch keins. Zuletzt traten hierzu 10 falsche Zeugen und sprachen: Er hat gesagt, ich kann den Tempel Gottes errechnen. In drei Tagen denselben. Priester stund auf und sprach zu ihm: Antwortest du nicht zu dem, dass diese wider dich zeugen? Mein Jesus, schrei,
antwortete und sprach zu ihm: Ich beschwöre dich bei dem lebendigen Gott, dass du uns sagest, ob du seiest Christus, der Sohn Gottes. Jesus sprach zu ihm: Du wird's geschehen, was ihr sehen werdet des Menschen Sohn, sitzet zur Rechten der Kraft und kommen in den Wolken des Himmels. Zerriss der hohe Priester seine Kleider und sprach: Er hat Gott gelästert, was dürfen wir weiter Zeugnis? Siehe, jetzt habt ihr seine Gotteslästerung gehört, was dünket euch? Sie antworteten und sprachen: Wer ist es noch geschworen? Thank you.
spähten sie aus in sein Angesicht und schlugen ihn mit Fäusten. Etliche aber schlugen ihn ins Angesicht und sprachen: Es trat zu ihm eine Magd und sprach: Und du warst auch mit dem Jesus Galiläer. Er leugnete aber vor ihnen allen und sprach: Ich weiß nicht, was du sagst. Als er aber zur Tür hinausging, sah ihn eine andere und sprach zu denen, die da waren: Dieser war auch mit dem Jesu von Nazareth. Und er leugnete abermal und schwur dazu: Ich kenne des Menschen nicht. Und über eine kleine Weile traten hinzu, die da standen, und sprachen zu Petro: Du bist auch ein Galiläer. Da hob er an, sich zu verfluchen und zu schwören: Ich kenne des Menschen nicht. Und alsbald krähte der Yeah.
Des Morgens aber hielten alle hohen Priester und die Ältesten des Volks einen Rat über Jesum, dass sie ihn töteten und banden ihn, führeten ihn hin und überantworteten ihn dem Landflieger Pontio Pilato. Da das sei Judas, der ihn verraten hatte, dass ihr verdammt war zum Tode, gereute es ihn und brachte er wieder die 30 Silberlinge den hohen Priestern und Ältesten und sprach: Ich habe übel getan, dass ich unschuldig Blut verraten habe. Sie sprachen: Was geht uns das an? Was geht uns das an? Das geht uns so. Und er warf die Silberlinge in den Tempel, hob sich davon, ging hin und erhängete sich selbst. Aber die hohen Priester nahmen die Silberlinge und sprachen: Es war erstaunlich, dass es sie in das Leben Gottes passte. Thank you.
und kauften einen Töpfersacker darum zum Begräbnis der Pilger. Daher ist derselbige Acker genennet der Blutacker, bis auf den heutigen Tag. Da ist erfüllet, das gesagt ist durch den Propheten Jeremias, da er spricht: Sie haben genommen 30 Silberlinge, damit bezahlet ward der Verkaufte, welchen sie kauften von den Kindern Israel, und haben sie gegeben um einen Töpfersacker, als mir der Herr befohlen hat. Jesus aber stund vor dem Landpfleger, und der Landpfleger fragte ihn und sprach: Bist du der Judenkönig? Jesus aber sprach zu ihm: Du sagest. Und da er verklagt ward von den hohen Priestern und Ältesten, antwortete er nichts. Da sprach Pilatus zu ihm: Hörest du nicht, wie hart sie dich verklagen? Und er antwortete ihm nicht auf ein Wort. Also, dass sich auch der Landpfleger sehr verwunderte. Der Landpfleger Gewohnheit, dem Volk einen Gefangenen loszugeben, welchen sie wollten. Er hatte aber zu der Zeit einen Gefangenen, einen sonderlichen vor andern, der hieß Barabbas. Und da sie versammelt waren, sprach Pilatus zu ihnen: Welchen wollet ihr, dass ich euch losgebe? Barabbam oder Jesum, von dem gesaget wird, er sei Christus? Denn er wusste wohl, dass sie ihn aus Neid überantwortet hatten. Und da er auf dem Richtstuhl saß,
schickete sein Weib zu ihm und ließ ihm sagen: Habe du nichts zu schaffen mit diesem Gerichte? Ich habe heute viel erlitten im Traum von seinetwegen. Aber die hohen Priester und die Ältesten überredeten das Volk, dass sie um Barabbam bitten sollten und Jesum umbrächten. Da antwortete nun der Landpfleger und sprach zu ihnen: Welchen wollt ihr unter diesen zweien, den ich euch soll losgeben? Sie sprachen: Barabbam! Pilatus sprach zu ihnen: Was soll ich denn machen mit Jesu, von dem gesagt wird, er sei Christus? Sie sprachen alle: Das ist Barabbam! Thank you.
Knechte des Landpflegers Jesum zu sich in das Richthaus und sammelten über ihn die ganze Schar und zogen ihn aus und legeten ihm einen Purpurmantel an und flochten eine Dornenkrone und setzten sie auf sein Haupt und ein Rohr in seine rechte Hand und beugeten die Knie vor ihm und spotteten ihn und sprachen: Verspottet hatten, zogen sie ihm den Mantel aus und zogen ihm seine Kleider an und führeten ihn hin, dass sie ihn kreuzigten.
Indem sie hinausgingen, fanden sie einen Menschen von Kyrene mit Namen Simon. Den zwangen sie, dass er ihm sein Kreuz trug. Ja, freilich, will uns das Fleisch und Blut zum Kreuze zwungen sein. Je mehr es unsere Seele ruht, je härter wird es selber traf.
Verdeutschet, Schädelstädt, gaben sie ihm Essig zu trinken, mit Gallen vermischet. Und da er's schmeckete, wollte er's nicht trinken. Da sie ihn aber gekreuziget hatten, teilten sie seine Kleider und warfen das Los darum, auf das erfüllet würde, das gesagt ist durch die Propheten. Sie haben meine Kleider unter sich geteilet, und über mein Gewand haben sie das Los geworfen. Und sie saßen allda und töten sein. Und oben zu seinem Haupte hefteten sie die Ursach seines Todes beschrieben, nämlich: Dies ist Jesus, der Judenkönig. Da wurden zwei Mörder mit ihm gekreuziget, einer zur Rechten und einer zur Linken. Die aber vorübergingen, lästerten ihn und schütteten ihre Köpfe und sprachen: Herr, du den Tempel und es nicht verhohlen, Herr, 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 es nicht verhohlen,
den Schriftgelehrten und Ältesten und sprachen. Thank you.
Aber die da stunden, da sie das hörten, sprachen sie: Wir rufen gegen Elias. Und bald lief einer unter ihnen, nahm einen Schwamm und füllte ihn mit Essig und steckete ihn auf ein Rohr und tränkete ihn. Die anderen aber sprachen: Halt! Halt! Was sehen? Thank you.
kamen in die heilige Stadt und erschienen vielen. Aber der Hauptmann und die bei ihm waren und bewahreten Jesum, da sie sahen das Irrtrieben und was da geschah, erschraken sie sehr und viel Weiber da, die von Ferne zu sahen, die da waren nachgefolget aus Galiläa und hatten ihm gedienet, unter welchen war Maria Magdalena und Maria, die Mutter Jakobi und Joses und die Mutter der Kinder Zebedei. Am Abend aber kam ein reicher Mann von Arimathea, der hieß Josef, welcher auch ein Jünger Jesu war. Der ging zu Pilato und bat ihn um den Leichnam Jesu. Da befahl Pilatus, man sollte ihm ihn geben.
begraben, ich Jesum selbst begraben. Lass Jesum ein, Welt geh aus, lass Jesum ein. Mache dich mein Herz rein, ich will Jesum selbst begraben, ich will Jesum selbst begraben. Thank you.
und legte ihn in sein eigen Neugrab, welches er hatte lassen in einen Fels hauen, und wälzete einen großen Stein vor die Tür des Grabes und ging davon. Es war aber Alda Maria Magdalena und die andere Maria, die satzten sich gegen das Grab. Des andern Tages, der da folget nach dem Rüsttage, kamen die hohen Priester und Pharisäer sämtlich zu Pilato und sprachen: See you.